Auch in diesem Jahr findet in Magdeburg wieder das internationale Jugendcamp für Völkerverständigung und Frieden statt. Die Jugendlichen von 16 bis 25 Jahren kommen aus 6 verschiedenen Ländern und leisten unter dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Magdeburg Friedhofspflege für die Bombenopfer des 16. Januar 1945. Hauptaugenmerk liegt eben darauf, dass wir eben Arbeit für den Frieden leisten. Und das ist mehr symbolische Arbeit und es läuft eben darauf hinaus, dass eben an die Opfer des Krieges, der Kriege gedacht wird. Und eigentlich auch Hauptaugenmerk ist, dass die Jugend eben zusammenkommt, Austausch der Kulturen. Durch die Ausflüge, Stadtbesichtigungen und gemeinsamen Abende im Jugendcamp werden Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen. Ganz nach dem Motto Versöhnung über den Gräbern investieren die Jugendlichen außerdem einen Teil ihrer Ferien und Arbeitskraft. Es ist jetzt keine große körperliche anstrengende Arbeit, es ist eben nur, dass die Gräber wieder schön gemacht werden, wenn jetzt die Namen nicht mehr lesbar sind, dass wir das nochmal neu machen und naja, das Unkraut beseitigen, Wege nochmal schön herrichten, sowas. Doch die Sprachbarrieren der aus Frankreich, Italien, Moldawien, Russland, Weißrussland und Deutschland kommenden jungen Leute sind gar nicht so groß. Also eigentlich sprechen die meisten Menschen, Leute, Jugendlichen, die aus Russland, Weißrussland, Moldawien kommen, Deutsch. Und von daher ist es für uns einfacher, mit ihnen zu sprechen. Aber ja, Englisch ist eben bei uns die zweite Campsprache und eigentlich finden wir uns immer ganz gut zurecht. Ja, ich spreche Deutsch und Englisch nicht besonders gut und die meisten sprechen Englisch und es wäre besser, wenn ich Englisch gesprochen habe. Most of the people here speak Russian. Die meisten Leute sprechen Russisch. Ich kann nur Italienisch, Englisch und ein klein wenig Deutsch. Die meiste Zeit spreche ich Englisch mit den anderen Leuten, aber im Notfall spreche ich auch Deutsch. In the emergency, I can speak also German. Aber wie kommt ein Jugendlicher dazu, sich in seinen Ferien der Pflege von Kriegsgräbern zu widmen? Meine Schullehrerin hat mir über dieses Lager erzählt. Und wir haben dorthin einen Brief geschrieben und wir haben die Einladung bekommen und dann kommen wir hierher. Noch bis zum 6. August pflegen die Jugendcamp-Teilnehmer die Soldatengräber in Biere und auf dem Magdeburger Westfriedhof. Und sollte mal schlechtes Wetter sein, wird ihnen bestimmt etwas einfallen, wie sie die Regenzeit in Magdeburg überstehen. Leider gibt es davon im Moment eine Menge.